Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Das letzte Mal haben wir schon gerechnet. Na, wir haben uns eine Tabelle gemacht mit verschiedensten Dingen. Also da haben wir Bremsseil, Bremsbalken, Bremssattel, Bremsleitungen, Bremslicht und so weiter. Die Kosten aufgeschrieben, den Verkaufspreis, den daraus resultierenden Gewinn, warte, muss ich wieder zurückrühren da ein Stückchen so. Dann Stücke und Gesamtgewinn und so weiter, das ist alles ausgerechnet worden, das war ja ganz nett. Und hier habe ich jetzt gesagt, da gibt es eine bessere Methode, wie plus, 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 plus. Warum möchte ich kurz herzeigen, denn Bremslicht, was gibt es noch? Da gibt es noch beispielsweise ein Blinklicht, ja, das kostet nichts, das verkaufe ich auch sehr teuer, sag ich, das muss so oft blinken. Schau! Das hat er gleich automatisch ausgefüllt. Das ist auch etwas, was Excel hin und wieder macht. Wenn es Muster erkennt in der Eingabe, dann wird das irgendwie automatisch ausgefüllt. Das kann er nicht automatisch ausfüllen. Das ziehe ich hier nach unten und ich verkaufe vier Blinklichter und sage und schreibe 100 Euro. Aber schau, der Gesamtgewinn hat sich nicht geändert. Warum? Weil das untere ist ja nicht dabei. Jetzt wird das alles automatisch ausgefüllt. Wir haben gesehen, Excel erkennt sogar Muster, ja, Muster und füllt es automatisch aus. Und trotzdem ist es nicht in der Lage, das zu machen. Zumindest nicht mit dieser Methode. Ja, also das ist der große Nachteil an dieser Methode. Funktionieren tut sie. Aber wenn ich dann irgendwo was dazufüge und so weiter, dann muss ich immer aufpassen. Deswegen habe ich jetzt meine Entfernung weggelöscht. Ja. Deswegen gibt es eingebaute Funktionen. Ja. Die funktionieren ein bisschen, wie soll ich sagen, umfassender. Das ist ein gutes Wort, umfassender. Ja. Wie komme ich zu denen? Ich suche mir mal die Position aus, wo die Funktion stattfinden soll. Das nehme ich jetzt diese Position, weil da möchte ich jetzt meine Summe haben, da war sie ja vorher auch. Und dann drücke ich hier dieses Fx-Funktion einfügen. Okay? Und dann kommt ein Auswahlfeld. Und da sehen wir, da gibt's wirklich viel. Da gibt's einmal Kategorien, alle Funktionen. Schau, wenn du da durchscroll, ein Wahnsinn, welche viel eingebaute Funktionen Excel hat. Ja, also was wird das sein? Das wird wahrscheinlich Mathematik sein. Mathematik und Abrunden. Wenn ich meine Funktion auswähle, gibt's da unten immer eine kurze Beschreibung. Ja, aber die Funktion, die ich jetzt einmal suche, ist Summe. Ja? Summe. Summiert die Zahlen in einen Zellenbereich. Das klingt doch ganz gut. Ja? Summe. Okay. Und jetzt bekomme ich auch noch so eine Eingabeaufforderung oder ein Eingabefeld. Und da sehe ich schon die Parameter. Und da sehe ich, bei der Zahl ist eingetragen F2 Doppelpunkt F7. Was heißt denn das schon wieder? Was heißt denn F2 F7? Ja? Wenn ich da rechts daneben hinklicke, ja, kann ich mir einen Bereich auch suchen. Und ich F2 Doppelpunkt F7 ist ein Bereich. Wenn ich weiter F2 I7 Doppelpunkt I7, also das mit Doppelpunkt ist immer ein Bereich, wo bei der linke obere Ecke und die rechte untere Ecke genannt wird. Ja, und dazwischen ist ein Doppelpunkt. So ist ein Bereich. Und jetzt sehe ich da F2 bis F7, hey, das war gar nicht so deppert. Ja, also das ist genau dieser Bereich hier von F2 bis F7. Ja, okay, da möchte ich die Summe bilden. Und es steht 325 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, schaut gut aus. Übrigens, auch ein kleiner Hinweis, da rechts unten, wenn ich mir Zellen anmarkiere, sehe ich da rechts unten Mittelwert, Anzahl und Summe. Das ist so, wenn ich kurz was zusammenrechnen will, kann ich einfach demarkieren, wupp, ja, fertig. Ja.
Also Summe 325. Na, das stimmt jetzt aber schon besser. Ja, das stimmt besser. Aber jetzt kann man sagen, naja, jetzt haben wir das ja gerade dazugefügt. Ne? Das muss ja stimmen. Hat ja zuerst auch gestimmt, wie wir es gemacht haben. Fügen wir etwas Neues dazu. Blinklicht, Bremslicht. Jetzt prüfe ich. Also, dazufügen haben wir das letzte Mal auch schon gemacht. Zeile markieren, rechte Maustaste drauf, Zellen einfügen. Funktioniert. Ja, wenn ich Spalte markiere, Zellen einfügen, funktioniert. Immer davor. Also, wenn ich hier jetzt Zellen einfügen mache, sitzt zwischen B und C dazugefügt. Wenn ich hier Zellen einfügen mache, wird es zwischen 7 und 8 hinzugefügt. Ich kann aber auch hier irgendeine Zelle markieren und sagen, Zellen einfügen. Ja, und dann muss ich mir das auswählen. Ja, ganze Zeile, ganze Spalte und ich möchte eine Zeile einfügen. Funktioniert also auch. Steuern Plus und so weiter funktioniert natürlich auch. Steuern Plus und Steuern Minus, so wie im letzten Video erwähnt. Blinklicht, Standlicht. Standlicht, Kaffee auch um 5 Euro, aber das verkaufe ich billig, das verkaufe ich um 10. Ja, dann mache ich noch 5 Euro Gewinn. Ich verkaufe 2 Standlichter. Ah, schau. 335. Da hat das funktioniert. Die Summe wurde automatisch erweitert von F2 Doppelpunkt F8. Und wir sehen auch, wenn wir hier wieder reinklicken, in diese Funktion, bekommen wir so blaue vorgehoben. Wenn es mehrere Bereiche geben würde in einer Funktion, sind die alle mit verschiedenen Farben hervorgehoben. Werden wir sicher noch sehen. Und da kann ich den Bereich auch noch wieder anpassen. Da sehe ich auch, welcher Bereich das betrifft und so weiter. Das wird eigentlich ganz übersichtlich gemacht, muss ich sagen. Ja, also, das ist die Summe. Und es ist kein Problem, auch die Regeln, die wir gelernt haben mit diesem Knopse, da zum Beispiel, dieses Knopse nehme ich jetzt, ziehe es hier rüber, ja, und wir sehen, das wird automatisch mitgezogen. Jetzt habe ich das von rechts nach links gezogen, das heißt, das F wird angepasst, hier wieder ein E daraus, hier wieder ein D daraus, hier ein C und hier ein B. Ja, und deswegen stehen da überall die Summen der darüber liegenden, die Spaltensummen. Ja. So funktioniert das. Und es ist auch kein Problem, muss man sagen, dass man sagt, okay, 1 und 1. Und da sage ich, wenn ich das nicht will, ja, wenn ich nicht will, da oben mit dem fx und so weiter herumzugehen, kann ich, und ich weiß, wie die Funktion heißt, kann ich auch gleich wieder anfangen mit ist gleich und dann schreibe ich Summe, Klammer auf, und dann markiere ich den Bereich, Klammer zu, Enter. Das geht also relativ schnell. Da brauche ich nicht diese Dialogfelder und so weiter. Es funktioniert also auch. Und ich kann auch bereits Ergebnisse, Berechenergebnisse, noch einmal verwenden. Also wenn ich da zum Beispiel das jetzt nach unten ziehe. Jetzt ist das die Summe H2, H3. Also die zwei, ja, werden summiert. Wenn ich das jetzt noch runterziehe, wird das H2, H3 wird dann plötzlich H3, H4, weil es wieder dieser Bereich mit nach unten gezogen. Wir sehen, wir nehmen die Summe hier mit. Okay, wir nehmen die Summe hier mit und wenn ich das jetzt immer weiter nach unten ziehe, da ist jetzt 5, da ist jetzt 8, 13, 21, da geht es dahin, 34, gell? Also, obwohl das schon verschiedenste andere Ergebnisse sind, weil das ist ja das Ergebnis aus denen und das ist und so weiter. Das ist eine recht verschachtelte Sache. Excel beherrscht das. Ja? Manchmal kommt es zu sogenannten Zirkelbezügen. Da macht uns Excel aber darauf aufmerksam. Sagt, hey, ich kann das nicht auflösen. Ja? Also so funktioniert das? Also das war jetzt auch der Befehl oder die Funktion eingebaute Funktionssumme. Wir werden noch ein paar eingebaute Funktionen kennenlernen. Wie wir sehen, gibt es wirklich einen Haufen davon. Ja, und wir werden nicht alle kennenlernen. Zum Glück. Ja. Brauchen wir 3 Jahre. Ja. Haben wir nicht. Haben nur ein paar Wochen. Gut. Ich meine, übersichtlich ist noch nicht unsere Tabelle. Ja. Sehen wir da jede Menge
Zahlen und so weiter, aber so wirklich schön wäre es, wenn wir das ein bisschen hervorheben könnten, Ergebnisse hervorheben, machen wir ja in Mathematik auch, ja, oder in, egal was wir berechnen, Ergebnis groß geschrieben, unterstrichen, farblich hervorgehoben oder so irgendwas, das wollen wir ja auch machen, ja, sonst ist es nur ein Sammelsurium an verschiedenen Zahlen und wir verlieren da relativ schnell den Überblick. Deswegen wollen wir uns im nächsten Video ansehen, wie wir etwas formatieren können, ja. Das Aussehen beeinflussen von den Zellen. Schauen wir uns das an. Nächstes Mal, nächstes Video, formatieren. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.